Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Meine Güte, mein Hals. Okay, ich habe gemerkt im letzten Video am Anfang, dass der Sound nicht so hingehauen hat. Da hat er komplett gefehlt, der Ingame-Sound. Aber es ging ja danach wieder. Trotzdem, nur mal zur Info, ist mir dann aufgefallen. So, ich habe mich jetzt ein bisschen auf der Weltkarte umgesehen und rechts von Zen, also da wo Zevin, da wo das Haus eingestürzt ist, da wo wir Zevin wiederbekommen haben, müssen wir einfach nach rechts laufen. Dann kommen wir hier über diese Brücke. Ja, und dann sind wir hier an diesem Unterwasserpfad, der Schlangengraben. Er ist jetzt auf der Oberfläche und man erkennt auch sehr schön jetzt, erkennt man es, warum es denn Schlangengraben heißt. Oh mein Gott, box den weg hier, ey. Blöder Wolf. Die Gegner, die sind so schwach. Ja. Wenn man nämlich genau hinsieht, dann erkennt man, dass die Form von diesem komischen, langgezogenen Dingsbums da aussieht wie eine Schlange. Deswegen, das erkennt man erst jetzt. So, wir gehen einfach mal nach ganz rechts hier, dieses Dorf, hinauf. Einfach mal ganz nach oben. Ich meine Güte. Leute, sorry, aber irgendwie habe ich gerade ein bisschen Probleme. So, der Delta-Käfer. Okay. Dürfte auch kein Problem sein für Aizra. Dürften eigentlich alle hinüber sein. Jupp. Zevin lernt Schlaf. Na gut, das ist mir egal. Ich habe ihn eigentlich nur mit der Esper ausgestattet, damit seine Trefferpunkte erhöht werden. So, wir sind auch gleich da. Das dürfte eigentlich Moblitz sein. Also da, wo damals dieses besondere Feld war, wo Gau seine Fähigkeiten erlernen konnte. Natürlich gibt es dieses Feld immer noch. Ich weiß aber gerade nicht wirklich wo. Okay, diese Gegner sind anfällig gegen Magie. Also physische Angriffe scheinen dem nicht so wahnsinnig viel auszumachen hier. Was ist das hier? Devoran. Blöder Buffalo hier. Blöder Bulle. Okay. Und der wiederum ist, glaube ich, dann gegen, ja, gegen physische Angriffe anfällig. Jeder Gegner hat so seine Schwächen und Stärken. Wenn man das ausnutzt, dann wie bei jedem RPG, hat man den Vorteil. Okay, wir sind in Moblitz. Sieht ja ziemlich wow. Alarm, da ist jemand. Sieht ziemlich heruntergekommen aus. Also wenn wir uns mal überlegen, wie das damals aussah und jetzt, da fehlt ja die Hälfte vom Dorf. Krass. Krasse Sache. Gibt es hier eventuell was? Oh ja, eine Phönixfeder erhalten. In diesem Haus kann man sogar noch rein. Aber hier gibt es nichts mehr zu kaufen. Aber man kann sich schlafen legen. Ja, das ist doch gut. Man kann sich schlafen legen. Das ist doch gut. Ist gut, der. So, und jetzt werden wir uns mal in dieses Haus da unten begeben. Mal sehen, was es denn hier drin zu finden gibt, eventuell. Okay, nichts. Okay. Nicht so wild. So, hier geht's lang. In der Uhr ist wieder ein Elixier versteckt. Ganz wichtig. Und wir gehen mal nach unten. Jetzt mal sehen, was uns hier so erwartet. Wenn wir hier reingehen. Aha. Weiter kommst du nicht. Dass wir klein sind, heißt doch lange nicht, dass wir nicht kämpfen können. Okay. Warte. Warte. Wem seine St... Oh, Terra. Terra. Yeah. Cool. Mama, sind das deine Freunde? Mama? Okay. Ihr lebt, wie ich mir gewünscht habe, euch wiederzutreffen. Terra, schließ dich uns an. Kefka muss Einhalt geboten werden, sonst ist diese Welt verloren. Ich weiß. Aber? Es kommt bestimmt ein Aber. Was ist denn jetzt los? Was hat sie denn jetzt? Ich... Ja, habe meine Kräfte verloren. Ich kann nicht mehr kämpfen. What the fuck? Ihre Kräfte verloren? Am Tag, als die Welt zerbrach, versuchten die Eltern dieses Dorfes verzweifelt, ihre Kinder vor Kefkas Licht der Verurteilung zu schützen. Dabei kamen sie alle ums Leben. Ja, das ist natürlich... Oh. Schlimme Geschichte. Okay, sie rennen alle um ihr Leben. Er zielt in diese Richtung. Die Kinder! Dieses Licht scheint ja wirklich... Oh. Wow.
Okay, scheint, als ob man mit diesem Licht ey wirklich alles zerstören könnte. Ja, und da fallen sie herunter. Natürlich eine sehr tragische Geschichte. Papa! Mama! Ja, sehr tragisch natürlich. Das werden wir Kefka nie verzeihen. In diesem Dorf leben nur noch Kinder. Und diese Kinder brauchen mich. Da sind doch zwei Erwachsene. Und was mit denen? Wage es nicht, uns Terra zu nehmen. Das ist ja schon gut. Duan! Verzeiht ihm seine Grobheit. Doch ohne Terra fehlte uns unsere wichtigste Stütze. Na, was sagt denn Terra zu der ganzen Sache? Ich meine, sie gehört ja zu uns. Ich kann nicht genau erklären, warum diese Kinder mich brauchen. Auch gibt es keinen Grund, der mich zwingt, sie zu schützen. Es ist ein komisches Gefühl. Doch seit dieses Gefühl von mir Besitz ergriffen hat, habe ich die Kraft zu kämpfen verloren. Okay. Es ist psychisch bedingt, glaube ich. Ich bin kurz davor, es zu verstehen. Doch fällt es mir noch schwer, die rechten Worte dafür zu finden. Und je mehr ich mich um eine Antwort bemühe, desto stärker schwinden meine Kräfte. Interessant. Ich bin kurz davor, es zu verstehen. Okay. Es scheint so, dass mein Sound irgendwie... Oder ist das so? Terra gibt uns allen Kraft und Mut. Ich wüsste nicht, was wir ohne sie heute wären. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob... Na, geh mal weg da. Ob Terra sich jetzt irgendwie, ob Terra jetzt Zeit braucht, um sich zu entscheiden, oder was? Auf jeden Fall kommt sie jetzt erstmal nicht mit. Auch wenn wir sie gefunden haben. Mama, Humbaba kommt! What? Aha, Humbaba. Da haben wir doch auch schon was gehört über den. Jetzt war ich gespannt, wer jetzt kommt. Ein Dämon. Als die Erde auffriss, erwachten aus ihren Tiefen viele urzeitliche Monster zu neuem Leben. Auch Humbaba. Doch dieses Dorf steht unter meinem Schutz. Yeah! Humbaba ist also eines dieser legendären Urzeitmonster. Okay, ich werde mal Tross einsetzen. Und dann gleich mit Eisra draufballern. Okay, er sieht ziemlich, ja, hässlich aus. Ganz ehrlich. Eisra, null? What the hell? Ist das ein gescripteter Kampf? Muss ich verlieren? Es scheint wohl so, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Es ist schon so lange her. Blitzra, mal sehen, was das bewirkt. Oh, das gibt ihm sogar Energie. Wow. Ich weiß nicht, ob das ein gescripteter Kampf ist. Ja, man sieht hier meine Leiste, die senkt sich immer weiter. Das heißt, dass der Trance-Zustand auch bald zu Ende ist. Okay, alle Gefährten sind gefallen. Okay, war ein gescripteter Kampf, ich musste verlieren. Alles klar. Terra, halte durch! Vorsicht, er greift erneut an! Na, jetzt kämpfen wir wirklich? Okay, dann werde ich ihm jetzt mal zeigen, wo der Hammer hier hängt. Eisra. Und dann werde ich ihm eine ordentliche Blitztech verpassen. What the fuck? Ordentliche Blitztech verpassen. Oder ist dieser Kampf auch noch gescriptet? Ich weiß es nicht. Bam, Faustwirbel. Ich weiß es echt nicht. Okay, aber ich werde Runic einsetzen. Also der macht mir eindeutig zu viel Schaden. Mit ihm werde ich mich mal heilen. Bounce. So, 250, what the hell? Ah, 1000 Nadeln, ich hasse diesen Angriff. I hate it. So, ich werde normal angreifen. Ich glaube, das macht mehr Schaden. Jupp. Oh, und sogar Bio. Oh, ich kann noch kein Vitra. Scheiße. Solarplexus. Solarplexus. Na gut, ich werde jetzt Vitra machen. Oh, scheiße, ich kann noch kein Vitra mit ihr. Das ist dumm. Das ist echt dumm. Ich werde trotzdem jetzt nochmal angreifen in der Hoffnung, dass es vielleicht schon reicht. Oh, Feuer. Flucht! Ja! Ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Okay. Das sollte ja noch so sein. Naja, Terra hat anscheinend doch die Kraft verloren. Meine Kräfte haben mich vollends verlassen. Das ist schlecht. Mama, du musst wieder gesund werden. Ich werde hier bleiben. Käme ich mit, wäre ich doch nur eine Last. Außerdem brauchen die Kinder mich. Aber Terra. Ja, Terra, wir brauchen dich auch. Ich brauche noch etwas Zeit. Zeit zu begreifen, was in mir vorgeht. Zeit, um Antworten zu finden.
Na gut, dann wollen wir das akzeptieren und lassen Terra erstmal in sich finden. Danke, dass du den fiesen Humbaba verjagt hast. Von seinem Halsband ist dieses Ding hier abgefallen. Ich hab's aufgehoben. Da für dich. Oh, den Fenrir-Magic-Magic-Need erhalten. Das ist eine neue Esper. Gut. Damit sind wir hier in diesem Dorf auch erstmal erledigt. Und ich würde sagen, wir verlassen das dann schleunigst. Ja, auch wenn Terra jetzt erstmal nicht mit uns kommt. Die sehen irgendwie aus wie Interceptor. Auch wenn Terra nicht mit uns kommt, geht die Reise trotzdem weiter. Ich werde jetzt den ganzen Schlangengraben mal außen rumlaufen und vor dem nächsten Dorf werde ich dann weiter filmen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 6. Bis zum nächsten Mal, euer Lucifer.